Ja, hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es einmal um das Thema China, wie sie gegen Bitcoin schießen, Bitcoins verbannen, was für einen Einfluss das Ganze auf den Bitcoin-Kurs hat, ob wir nun tatsächlich in einem Bärenmarkt gelandet sind und wie weit er sich eventuell ziehen wird und letztendlich welche Chancen und Möglichkeiten ich in den Altcoins sehe und welche ich kaufe. Ja, bevor wir starten, aber nochmal eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit auf YouTube bzw. zu meinen YouTube-Kommentaren. Die Kommentare sind voll mit Scammern. Das ja, geht einfach momentan viel zu weit. Also wenn wir hier mal die Benachrichtigungen anschauen, es gibt sogar mittlerweile schon Scam-Accounts mit meinem Profilbild, die sich dann Pinned by JTrading genannt haben. Und da solchen Gedöns hier schreiben. Also ich habe mir den Kanal mal angeguckt, 30 Kommentare unter meinem Channel. Ja, und das jetzt über Nacht, also vor 3 Stunden letztendlich. Ich habe allein gestern schon fast 100 Kommentare unter meinen Videos gelöscht. Ich komme nicht mehr gegen an, dadurch, dass der Channel jetzt immer größer wird. Passt bitte wirklich auf euch auf in diesem Fall. Ich würde niemals euch in den YouTube-Kommentaren auffordern, in irgendetwas zu investieren, beziehungsweise mich per WhatsApp oder was auch immer privat zu kontaktieren. Also das ist Scam, das ist alles Fake. Fallt bitte, bitte da nicht drauf rein. Wenn ihr sowas seht, meldet gerne diese Kommentare. Ansonsten ignoriert sie einfach. Ja, das ist aber auch noch nicht das Einzige. Das nächste sind diese Kommentare hier. Wenn wir uns das mal angucken, meistens sind es solche Kommentare, da wird immer erst gelobt, von wegen geschrieben, tolles Video etc. Und dann wird auf irgendeinen anderen Namen verwiesen. Diese Kommentare haben meistens ganz viele Likes und Kommentare und stehen ganz oben, damit sie gesehen werden und besser gerankt werden. Es sind alles Bots, Leute. Alles Bots. Also da ist nicht ein echter Account drunter. Sind meistens solche langgeschriebenen Kommentare, wo ihr euch irgendein dünn Schiss durchlesen müsst. Mann. Macht es gar nicht erst, liest es euch gar nicht erst durch, ignoriert es einfach oder wie gesagt, Kommentar melden. Ich versuche sie, wie gesagt, immer so gut es geht zu entfernen. Ich komme aber, wie gesagt, aktuell dadurch, dass der Channel immer größer wird, leider nicht mehr so ganz gegen an. Ich versuche trotzdem mein Bestes und wenn ich die Zeit habe, diese Kommentare immer zu löschen, aber es wird, wie gesagt, einfach zu viel. Also passt bitte, bitte, bitte da auf euch auf und fallt nicht auf so etwas rein. Ja, des Weiteren aber auch sehr gute News. Wir haben über 1000 Abonnenten erreicht, mittlerweile sogar 1120. Ich habe fast 200 Abonnenten in den letzten 2 Tagen dazu bekommen. Die letzten 2 Videos sind wirklich mega bei euch eingeschlagen. Ja, 3000 Aufrufe in weniger als 48 Stunden. Hier über 1000 Aufrufe in noch nicht einmal 24 Stunden. Mega, mega fettes Dankeschön. Ich werde auf jeden Fall die Tage auch ein Giveaway für euch machen. Ich weiß noch nicht so ganz mit welchem Coin etc. Ich habe da ein bisschen was in Planung. Wartet es auf jeden Fall ab. Es wird auf jeden Fall ein Giveaway geben. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen von euch, der den Kanal abonniert hat, fleißig die Videos liked und auch immer geteilt hat. Ganz, ganz fettes Dankeschön. Ja, nun aber zum eigentlichen Thema des Videos. War nur eben wichtig, dass das auch gesagt wurde. Dann kommen wir als erstes zu der China-FAT. Ja, China schießt letztendlich, wie sie es immer gemacht haben, weiter gegen Bitcoin und schließt letztendlich auch Bitcoin-Minen im Südwesten. Das alles hat natürlich enorm Einfluss auf den Bitcoin-Kurs, dadurch sind die natürlich auch wieder ordentlich nach unten gefallen. Nichtsdestotrotz sind wir hier für den Long-Term. Wer sich daran erinnern kann, wer schon länger in Krypto dabei ist, der weiß, dass China seit Beginn von Krypto gegen Bitcoin schießt und immer wieder FUD-Runs verbreitet hat und Krypto verbannen will oder verbannen wollte oder zwischenzeitlich auch verbannt hat. Letztendlich hat Bitcoin trotzdem immer wieder neue All-Time-Highs erreicht, egal wie viel China gegen Bitcoin geschossen hat. Von daher, das wird kurzweilig Einfluss auf die Kurse haben, hat es jetzt auch. Nichtsdestotrotz, wer für den Long-Term hier ist, der weiß, dass das schon 500 Mal passiert ist und man das nicht unbedingt für voll nehmen sollte. Denn wenn wir uns mal den Bitcoin-Kurs im Chart, im Daily-Chart anschauen, ja, klar sind wir ordentlich gefallen, aber nichtsdestotrotz sehen wir hier eigentlich übergeordnet, dass das Ganze nur eine Gesamtkorrektur der gesamten Aufwärtsbewegung hier ist, ja. Also wir stehen immer noch höher als vor 6 Monaten und 6 Monate in Krypto ist nicht viel oder 6 Monate generell ist nicht viel. Das ist Short-Term. Wer wirklich langfristig denkt, den sollte nicht interessieren, was in den nächsten Monaten passiert, den sollte interessieren, wo der Kurs eventuell 2025 stehen kann. Ja, ich weiß, ihr wollt immer alle von heute auf morgen Millionär werden, aber letztendlich, wer in 5 bis 10 Jahren Millionär wird, das ist immer noch besser als 40 bis 50 Jahre arbeiten. Von daher,
seid einfach mal zufrieden, denkt langfristig, denn wir haben unter anderem auch gute News. Ja, übergeordnet letztendlich ist es einfach seit dieser Abwärtsbewegung auch nur ein Seitwärtstrend. Ja, also wir sind tatsächlich noch nicht unter diesen Bereich hier gestoßen. Von daher sieht es übergeordnet noch lange nicht nach einem Bärenmarkt aus. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir einen Bärenmarkt bekommen werden. Aber letztendlich liefert uns das für den Long Term auch immer wieder Möglichkeiten, ja. Also 2020 insbesondere, wer hier beim Corona Crash eingestiegen ist, in egal welcher Kryptowährung, der wird die besten Deals überhaupt abgegriffen haben, ja. Ja, in diesem Bereich von März bis Juni, man hat die Möglichkeit gehabt, Cardano für 5 Cent zu kaufen, etc., etc. Von daher, selbst wenn wir einen Bärenmarkt bekommen sollten, ups, sobald ich anfangen will zu zeichnen, kommen meine ganzen Analysen da wieder rein. Machen wir das einfach nochmal, zeichnen wir einfach nochmal nach. So, sollten wir beispielsweise wirklich hierhin irgendwo kommen, ist das letztendlich langfristig gesehen nichts Negatives, sondern es sind Möglichkeiten. Ja, wir haben die Möglichkeit, viel Geld zusammenzusammeln, zusammenzusparen, wenn es über mehrere Monate geht, und immer wieder den Dip zu kaufen, den Bitcoin günstig zu kaufen, denn wir haben gesehen, nach jedem Bärenmarkt, den wir bisher im Krypto hatten, gab es auch wieder einen Bullenmarkt und der Preis ist wieder nach oben geschossen. Ja, wie lange das natürlich geht, kann keiner wissen. Letztendlich hat es knapp 3 Jahre gedauert, bis wir vom alten All-Time-High von Dezember 2017 dort wieder hochgeschossen sind. Dezember 2020 hatten wir es erst wieder gebrochen. Das ist eine verdammt lange Zeit. Ich denke auf keinen Fall, dass wir 3 Jahre lang einen Bärenmarkt erneut sehen werden. Ist unter anderem auch Social Media geschuldet. Allein dadurch, dass Social Media, Twitter etc. bereits extrem groß sind. Das hatte ich in einem letzten Video auch schon erwähnt. 2017 gab es nicht einen einzigen Twitter- oder YouTube-Account, der irgendwie überhaupt 300.000 Follower hatte. Mittlerweile gibt es wer weiß wie viele Accounts mit mehreren Millionen Followern, die auch irgendwo ein bisschen, ja, Education in dem Bereich bieten und immer mehr und immer weiter über Krypto berichten werden. Dementsprechend kann ich mir auch nicht vorstellen, dass wir langfristig nochmal so extrem fallen werden. Dass wir generell einen Bärenmarkt erreichen werden, ist, denke ich, möglich. Aber wie gesagt, wir sind immer noch nicht, und das bei keiner Kryptowährung, unter den tiefsten Punkt hier gefallen. Ja, also wenn wir beispielsweise auch mal in ADA reinschauen, ja, unter diesen Punkt sind wir noch lange nicht gekommen. Genauso ist es bei Ethereum. Der tiefste Punkt ist noch nicht unterschritten worden bei keiner Kryptowährung. Von daher können wir noch nicht tatsächlich von einem Bärenmarkt sprechen. Das haben wir erst dann, wenn wir wirklich diesen Punkt unterbrechen, und zwar auch langfristig unterbrechen. Von daher, meinetwegen kann gerne für den Short-Term auch ein Bärenmarkt kommen. So habe ich nach wie vor die Möglichkeit, mich gut einzudecken mit Krypto. Denn wir haben über die Jahre immer gesehen, wir haben immer wieder neue All-Time-Highs gebrochen. Und ich denke, das wird auch dieses Mal der Fall sein, auch wenn es vielleicht erst im nächsten oder übernächsten Jahr passiert, dass wir wirklich nochmal so hoch hinausschießen. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass es so kommen wird. Wir haben auf der Gegenseite nämlich auch viele gute News. Wenn wir uns beispielsweise mal den letzten Tweet von Michael Saylor ansehen, der erneut für fast 500 Millionen Dollar 13.000 Bitcoins gekauft hat und insgesamt jetzt über 100.000 Bitcoins verfügt und insgesamt knapp 3 Milliarden Dollar in Bitcoin gelagert hat. Das ist eine absolut krasse Zahl und das sind vor allem auch gute News. Leute, ein Michael Saylor würde nicht derartig viel Geld in Bitcoin pumpen, wenn er wirklich irgendwo denken würde, dass Bitcoin gegen Null rennen würde. Oder derartige Höhen wie 80.000, 100.000 oder sogar noch mehr jemals erreichen würde, ja. Und er ist natürlich auch nicht der einzige Großinvestor in Bitcoin. Das Ganze ist aber natürlich auch die Absicherung für uns. Egal wie tief Bitcoin fällt, Leute, Michael Saylor wird sie alle kaufen. Ja, also das sei euch mal gesagt, da braucht ihr euch gar keine Sorgen machen. Gegen Null wird der Bitcoin auf gar keinen Fall gehen. Ein Robert Kiyosaki hingegen denkt auch, dass der Bitcoin sogar bis 24.000 Dollar fallen kann. Dazu habe ich gestern schon ein Video gemacht, schaut euch das gerne mal an. Dort geht es auch so ein bisschen um das Spiel der Big Player. Letztendlich sagt er aber auch, dass er dort wartet und einkaufen wird, denn Crashes sind die beste Zeit, um reich zu werden, wenn man natürlich das nötige Kleingeld hat, um überhaupt den Dip zu kaufen. Nichtsdestotrotz sind alle Großinvestoren bullish dem Bitcoin gegenüber eingestellt und sollten die Preise enorm fallen, werden diese sich enorm eindecken. Dementsprechend, egal wie viel FUD China oder andere Länder oder Regierungen verbreiten, langfristig gesehen haben wir gute News für den Bitcoin. Damit kommen wir auch zum nächsten Punkt, die Altcoins, die ich kaufen werde, beziehungsweise jetzt schon gekauft habe.
Ja, das ist natürlich auch nochmal immer die Strategie, dass man in einem Dip niemals All-In geht, denn es kann immer noch tiefer gehen und noch tiefer gehen. Dementsprechend gehe ich immer nur mit einem kleinen Investment nach. Ich habe natürlich jetzt unter anderem schon nachgekauft. Das ist nämlich sonst immer das größte Problem, dass man den Dip kauft, dann geht es noch tiefer runter und man hat auf einmal kein Geld mehr zum Nachkaufen. Dementsprechend auch jetzt gehe ich weiterhin nur mit einem kleinen Investment rein, weil es immer noch sein kann, dass die Preise noch tiefer fallen. Ja, selbst ADA und Solana, die sich eigentlich so mit am besten gehalten haben von allen im Dip, sind jetzt 25% und 35% waren es, glaube ich. Ja, 35% nochmal gefallen. Also starke Discounts nun auch bei Solana und Cardano. Meine Favoriten in diesem Fall sind jedoch immer noch Polkadot und VeChain. Ja, VeChain habe ich zuletzt bei 8 Cent nochmal nachgekauft. Ich habe aktuell auch eine Buy-Limit-Order wieder bei glatt 7 Cent gesetzt. An dieser Stelle natürlich nochmal gesagt, keine finanzielle Anlagenberatung. Jeder muss selber wissen, was er mit seinem Geld macht. Und ihr solltet euch immer vorher beschäftigen mit dem Coin, warum ihr überhaupt in diesen Coin investiert, bevor ihr Geld in die Hand nehmt. Ja, Cardano hingegen steht mir, muss ich gestehen, irgendwie noch zu hoch, weil ich ihn einfach, wie gesagt, bei 25 Cent schon eingekauft habe und generell alle Käufe, die ich bei Cardano getätigt habe, waren noch unter 1 Dollar, auch wenn 1,20 im Vergleich zum All-Time-High relativ wenig ist, steht mir Cardano irgendwie noch ein bisschen zu hoch, von daher wäre es für mich gar nicht verkehrt, wenn er nochmal fallen sollte. Auch bei Cardano habe ich dementsprechend eine Buy-Limit-Order bei 99 Cent platziert. Sollte er also nochmal unter 1 Dollar fallen, werde ich mich auf jeden Fall weiterhin mit Cardano eindecken. Beim Bitcoin habe ich es schon mal gesagt, ich habe dort meine Buy-Limit-Order bei 27.000 Dollar. Diese ist noch nicht ausgelöst worden. Der tiefste Punkt war jetzt bei 31.300 Dollar und es ging erstmal wieder hoch. Aktuell stehen wir bei 32.700 Dollar. Und wenn wir uns den Chart mal im Short-Term jetzt wieder anschauen, also im 30-Minuten-Chart, da sehen wir schon, dass wir wieder eine kleine Aufwärtsbewegung haben. Ups. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es hier nochmal wieder bergab gehen wird. Dafür, wie gesagt, lauert aber meine Buy-Limit-Order bei 27.000 Dollar. Ja, das sind auf jeden Fall meine Favoriten-Altcoins, die ich am stärksten sehe und langfristig auch denke, dass die sich sehr, sehr gut erholen werden und eines der größten Potenziale haben. Auf SafeMoon bin ich jetzt in diesem Falle nicht eingegangen. Es ist einer meiner Favorites, aber zum aktuellen Status sehe ich ihn noch so ein bisschen als Meme-Coin. Auch wenn es natürlich ein absolut etabliertes Projekt in meinen Augen ist. Nichtsdestotrotz, unter Altcoins kaufen verstehe ich aktuell eben noch die bereits länger etablierten Kryptowährungen, wie beispielsweise Cardano, Solana, Polkadot etc. Ja, das war's von mir zum heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben. Lasst gerne ein Abo für den Kanal da, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.